Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch was über meinen Umstieg von Canon auf Sony erzählen. Ja, lang habe ich gewartet, dass Sony endlich so weit ist, dass ich sage, für mich als Hochzeitsfotograf lohnt sich der Umstieg. Die Kameras von Sony sind lange Zeit eigentlich schon sehr gut, aber was mir bis jetzt gefehlt hat, waren immer erstens eine vernünftige Akkulaufzeit. Ich kann und will nicht auf einer Hochzeit 8 Akkus oder 10 Akkus für 12 Stunden mitschleppen, immer tauschen. Nachschauen, ob ich hier volle Akkus eingesteckt habe und sowas, möchte ich einfach nicht. War auch eines von den zwei größten Kritikpunkten für mich persönlich als Hochzeitsfotograf. Der zweite große Punkt war einfach eine zweite Speicherkarte. Eine Kamera im professionellen Bereich mit nur einer Speicherkarte oder einem Speicherkartenslot war für mich einfach nicht tragbar. Ich hätte mich das nicht traut, dass ich so auf Hochzeiten gehe. Und dann passiert vielleicht, und wenn es nur bei einer Hochzeit von 100 ist oder von noch mehr, wollte ich persönlich nie. Diese ganzen Kritikpunkte hat Sony eigentlich ausgemerzt. Es hat noch ein paar Kleinigkeiten gegeben, der Autofokus war noch nicht so schnell. Und so die Sony A7R mit der hohen Auflösung, man kann keine kleineren RAW-Formate einstellen. Das Ganze geht nur bei JPEG, war auch so ein Punkt. Aber ich jetzt gerade habe, okay, die Alpha 7 R3 ist eine geniale Kamera. Ich hätte mir sie gern geholt, wenn man kleinere RAW-Formate fotografieren hätte können. Für mich wäre der Speicherplatz einfach, das wäre viel zu viel gewesen an Menge. Bei 2.000, 3.000 Fotos nach einer Hochzeit das Ganze importieren, aussortieren. Da hört sich dann der Spaß auf, wenn alles einfach langsamer geht. Deswegen hat es die leider auch nicht wehren können, aber die Sony Alpha 9, die perfekte Kamera für Hochzeitsfotografen. Schneller Autofokus, leichter als wie eine normale DSLR, der Akku haltet schon lang, der Autofokus ist nicht nur schnell, er ist genial. Wie hat man es oft? Wir schauen den ganzen Tag durch den Sucher, zumindest ist es bei mir bei meiner Mark III so gewesen, ich habe immer durch den Sucher geschaut, weil alles andere ist einfach zu langsam und habe mir den Fokuspunkt verschoben. Meistens bleibt man in der Mitte, damit es auch wirklich schön scharf wird, damit man nichts riskiert. Oder man arbeitet mit dem Recomposing. Alles Dinge, hoffentlich wird es scharf, in den meisten Fällen klappt es dann, wenn man gut geübt ist, aber es muss was Besseres geben, habe ich mir gedacht. Dann ist die Canon 5D Mark IV rausgekommen, ja, und es ist genau das gleiche wie vorher gewesen. Ich dachte, okay, im Prinzip ist fast die gleiche Kamera, es sind ein paar Sachen besser geworden, aber geringfügig. Das macht mir die Arbeit nicht leichter, es macht meine Bilder nicht besser, ich kann nicht kreativer arbeiten dadurch und somit ist für mich dann eigentlich wirklich klar gewesen, okay, wenn ich dann umsteige, wenn Sony so weit ist, und das war sie jetzt mit der Alpha 9, dann steige ich um und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe die Kamera erst seit ca. 2 Wochen und habe bis jetzt noch keine Hochzeit fotografieren können damit, aber ich habe das Ganze schon ein bisschen getestet, Autofokus zum Beispiel mit meinem Hund, den Augenautofokus und Gesichtserkennung mit meiner Tochter. Ich habe da so ein kleines Autoshooting gemacht, ich zeige euch dann gleich mal ein paar Fotos. Und wie ihr sehen könnt, das Bild ist zum Beispiel entstanden mit dem Augenautofokus und sogar die Spiegelung im Auge ist scharf. Also man braucht echt nur mehr den Knopf drücken, um den Augenfokus zu aktivieren. Ich habe den ganzen, also das nicht am Auslöser direkt drauf, sondern ich habe das auf einen extra Knopf mal gelegt, dass ich quasi mit dem normalen Autofokus arbeiten kann, wo ich eben den Fokuspunkt verschiebe. Wenn ich Zeit habe, eben das Ganze zu machen, eben quasi, ich sag mal, oldschool, oder ich drücke dann auf einen Knopf eben drauf und dann aktiviert sich der Augenautofokus. Das Ganze funktioniert richtig genial. Ich habe meine Tochter herlaufen, weglaufen, drehen und bewegen lassen. Geht wirklich super, ist eigentlich so gut wie immer scharf. Also ich habe selber nicht glauben können, dass man sich auf eine automatische Fokussierung so verlassen kann. Aber es funktioniert wirklich und das richtig gut. Wenn man aus dem Porträtbereich rausgeht und eben Ganzkörperaufnahmen macht oder ein bisschen mehr was mit Action, dann springt er automatisch von dem Augenautofokus, wenn man eben zu weit weg ist, auf die Gesichtserkennung. Und auch dann braucht man nur noch den richtigen Bildausschnitt und den Moment abwarten und abdrücken. Und das erleichtert einem wirklich den Arbeitsaufwand. Weil ich muss im Nachhinein
nicht so viele Fotos zuschneiden, weil ich immer den perfekten Bildausschnitt habe. Ich muss nicht zuerst schauen, passt die Belichtung, ist das eh richtig, wenn ich im Gegenlicht arbeite und sowas nachjustieren, weil ich sehe das fertige Foto immer hinten am Display gleich oder eben durch einen Sucher, weil es ein elektronischer Sucher ist, nicht wie bei den DSLRs. Und somit ist das Foto eigentlich immer richtig belichtet, weil davor drücke ich gar nicht ab. Also auch diese Zwischenfotos, was man immer aussortieren muss, weil man eben noch probiert und schaut und passt das Ganze eh, das fällt einfach weg. Ich sehe alle meine Infos schon im Sucher. Ich muss sich dem hinten aufs Display draufschauen. Und was eben noch ein großer Vorteil ist, vor allem für mich als Hochzeitsfotograf, wo ich jetzt nicht nur im Studio stehe und ein paar Fotos mache und dann schaut man halt durch den Sucher. Wenn man 12 Stunden auf einer Hochzeit ist, jeder, was das schon gemacht hat, der weiß, wie man am nächsten Tag das eine Auge, was man immer zukneifen muss, dann spürt. Und das fällt da auch weg, weil ich habe ja keine Nachteile, wenn ich hinten aufs normale Display schaue. Ich muss nicht durch den Sucher schauen. Ich muss mich nicht immer in die Hocke oder auf die Zehenspitzen. Ich hebe einfach nur die Kamera oder gehe ein bisschen runter mit der Kamera. Mit dem Schwenkdisplay kann ich immer gut drauf schauen. Und wenn wer größer ist, dann halte ich es eben auch nur so. Ich muss nicht immer in die Hocke gehen. Das Ganze spart Energie, man bleibt länger fit, es macht mehr Spaß. Und auch das Auge tut nicht so weh. Also es sind so viele Kleinigkeiten, was dir das Leben als Fotograf und vor allem als Hochzeitsfotograf leichter machen. Man hat eigentlich keine Nachteile mehr. Der Akku haltet, also 700 Fotos auf jeden Fall, außer man macht Serienbilder, dann macht man wahrscheinlich 7000. Wenn man einfach nur drauf haltet. Ja, das ist vielleicht so ein Punkt. Bei der 5D habe ich immer auf die langsame Serienbildfunktion geschalten. Wenn man das bei der Alpha 9 macht, dann hat man trotzdem, also allein wenn jetzt meine Tochter, wenn es nur blinzelt hat, habe ich glaube ich 5 Fotos vom geschlossenen Auge gehabt, bis das Auge dann wieder aufgeht, weil die Kamera einfach so schnell ist. Also da, bei normalen Shootings und sowas, ich glaube, das Einzelbild reicht vollkommen und einfach ein paar Mal abdrücken. Aber wenn man es braucht, hat man es. Man kann es auch super schnell umstellen, man muss nicht ins Menü gehen, weil bei der Alpha 9 ist die Einzelbild- und Serienbildfunktion auf einen extra Knopf. Ich kann euch das mal kurz einblenden. Und eben mit diesen Rädchen kann man das Ganze schön einstellen. Auch die ganzen Zusatztasten sind frei belegbar. Auch die, die schon eben eine Belegung haben, kann man neu belegen. Ich habe zum Beispiel den normalen Autofokus auf dem Auslöser direkt drauf, also halb auslösen, stelle scharf, ganz durchdrücken, wird ausgelöst. Den Augenautofokus, habe ich eh schon gesagt, habe ich auf einen extra Knopf und wenn auf einmal irgendwas sehr Schnelles ist, spielen vielleicht gerade Kinder, es ist gerade lustig, es passiert irgendwas, habe ich mir diese ganzen 693 Autofokusfelder auf einen extra Knopf gelegt. Das heißt, dieser Knopf überrult so quasi alle anderen Einstellungen. Und egal, wo der Fokuspunkt sitzt oder was eingestellt ist, mit der Taste ist quasi für Sportaufnahmen alles, was schnell ist. Dann wird über einen kompletten Bereich vom Bild getrackt und nachfokussiert. Das heißt, wenn auf einmal Kinder auf mich zulaufen, nur schnell auf den Knopf drücken, das Ganze stellt sich um und er fokussiert perfekt. Und auch da immer vorzugsweise aufs Gesicht und aufs Auge. Also funktioniert wirklich genial. Ich habe das an einem Hund getestet. Man kommt ja mit den einzelnen Autofokuspunkten, kann man so schnell gar nicht nachfahren, wenn man fast 700 Stück davon hat. Und ja, einfach auf die Taste drücken, es ist eigentlich Schnauze oder Augen, immer was dazwischen, weil der Hund läuft doch sehr schnell und ist klein. Und ich habe das Ganze getestet mit den 85mm mit Blende 1.8. Ich zeige euch mal schnell ein Foto und man sieht, wie schmal der Schärfebereich ist. Und trotzdem hat die Kamera das super getrackt. Es waren so gut wie alle Fotos wirklich scharf. Und ja, was soll man noch mehr sagen? Es funktioniert wirklich genial. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe auch immer nur die Videos angeschaut und habe gedacht, okay, wenn das wirklich so geht, das ist schon ein Umstieg wert. Und ja, ich bin einfach überglücklich, dass ich ja, diesen Schritt mal getraut habe und dass ich das wirklich gemacht habe. Ich habe nämlich meine 5D Mark III verkauft, auch die Objektive, was ich dazu gehabt habe. Ich bin jetzt komplett eben auf Sony umgestiegen und man sieht, ich habe das 24-70 G-Master, das ist so mein immer drauf Objektiv. Ich habe vorher bei Canon auch das 24-70, das 2.8er gehabt und ich muss sagen, besser, es ist
auf jeden Fall gleich gut. Ich finde es sogar noch ein bisschen schärfer, muss ich sagen. Ist aber jetzt natürlich kein Labortest. Ich habe das auch noch nicht nachgelesen, ob das wirklich so ist. Das ist einfach nur so mein Empfinden. Es ist aber auch das Objektiv neuer, die Kamera, der Sensor ist neuer als wie meine 5D Mark III. Also ich glaube schon, dass nicht nur so ausschaut, sondern dass wirklich ein bisschen schärfer ist das Ganze. Die Festbrennweite habe ich mir nicht die G-Master genommen. Die kostet ein Vermögen. Ja, das normale Sony 85mm mit Blende 1.8, das, ich bin mehr als zufrieden. Ich blende euch nochmal schnell ein, zwei Fotos ein, damit ihr das seht. Es ist wirklich knackig scharf. Der Autofokus ist super schnell, das Objektiv ist so leicht. Also wenn ich das 24-70 runtergebe und das 85er oben habe, dann glaube ich, ich habe eine Spielzeugkamera in der Hand. Sie greift sich zwar hochwertig an, aber das Ding ist so leicht. Also ich freue mich schon, wenn ich nicht mehr so schwer tragen muss bei den Hochzeiten. Und mit leichtem Gepäck herumlaufen kann. Die Kamera ist klein, schnell, handlich. Und ich sag mal, ich habe eher kleine Hände, also für mich ist perfekt. Wenn wer Riesenhände hat, braucht er vielleicht den Batteriegriff. Aber für mich, sag ich mal, Standard, ist das völlig ausreichend, weil die Kamera an sich auch nicht so schwer ist. Also man spart sich schon fast einen halben Kilo, wenn man jetzt den 24-70 und die 5D vergleicht. Und wenn man dann eine Woche quasi nur oder zwei Wochen, so wie ich jetzt mit der Kamera gearbeitet hat und geübt hat und die eigentlich ständig in der Hand hat und ausprobiert, dann ist auch das Sony-Menü, was vielleicht ein bisschen umständlicher ist am Anfang, aber auch dann ist das kein Problem, wenn man beschäftigt sich damit und hat das Ganze genauso raus. Ich habe mit der 5D auch mal lernen müssen, umzugehen und wo die ganzen Einstellungen sitzen. Das ist da genau das Gleiche. Also nach ein paar Tagen hat man das voll raus. Ich habe zum Beispiel alle wichtigen Sachen jetzt auf den Extra-Knöpfen und habe mir das so belegt, wie das für mich einfach gut ist und passt. Und ja, was noch eine geniale Sache ist, man kann sogar in den, bei Canon ist glaube ich die Taste Q, in diesem Menü, das hat Sony eben auch, sogar da drin kann man sich alle Menüpunkte selber aussuchen und belegen. Also im Prinzip, man muss nur einmal, wenn man die Kamera kauft, sich seine Einstellungen machen und kann alles, was man wirklich oft braucht und verändert, sich selber konfigurieren und somit ist mir das Menü dann eigentlich auch egal, auch wenn es vielleicht ein bisschen schlechter ist als wie bei Canon. Diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten machen es für mich eigentlich schon wieder besser, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe jetzt alles da drinnen. Was noch so ist, also mein Workflow war immer der, wenn ich draußen war, habe ich mit der Blendenpriorität gearbeitet. Ich wollte immer, gerade bei so offenblendigen Objektiven, wo ich bis Blende 1.4 oder 1.8 eben aufmachen kann, wollte ich immer ich die Kontrolle über die Blende haben. Ich bin nicht der, was im manuellen Modus jetzt arbeitet, komplett. Das mache ich nur in so Grenzsituationen. Ansonsten habe ich immer die Blendenpriorität gehabt. Und da war oft der Nachteil, wenn es ein bisschen dunkler geworden ist oder wenn jetzt irgendwie eine Wolke vor die Sonne gekommen ist. Ja, man hat bei Canon einstellen können, dass man nur mit einem 160stel Verschlusszeit, dass er nicht drunter kommt. Ich weiß nicht warum, habe ich was falsch gemacht. Er hat trotzdem oft dann eine noch längere Verschlusszeit genommen, was natürlich schlecht ist, weil bei Hochzeiten es bewegt sich immer was, dann ist es vielleicht unscharf. Bei Sony ist es so, ich arbeite in der Blendenpriorität und habe mir zusätzlich eingestellt, dass ich immer eine 250stel Sekunde habe. Das habe ich mir zum Beispiel in dieses Menü reingelegt, das ist da ursprünglich nicht drinnen gewesen, finde ich aber genial, weil man kann so gut wie jede Verschlusszeit, also dazwischen fehlt ein bisschen was, aber 250stel, 500stel, 1000stel, man kann da sehr weit drauf gehen und die Kamera, wenn sie das eben vom Licht nicht mehr erreichen kann, geht es einfach mit den ISO-Werten hoch und ich habe aber immer ein scharfes Foto, eben weil die Verschlusszeit passt. Das heißt, ich muss nicht mehr aufpassen, Blendenpriorität, Zeitpriorität, dass ich umstelle oder sowas. Oft ist es sehr stressig, dann geht man aus der Kirche raus, hat vielleicht noch die 250stel eingestellt und auf einmal hat man Blende von 10, total unnötig, auch wenn es nur bei 10 Fotos war. Die 10 Fotos muss man wieder löschen. Das waren vielleicht coole Aufnahmen, was man haben wollte. Oder wären einfach schöner gewesen, wenn man eben die Blende hat, was man ursprünglich auswählen wollte. Kann einem da eigentlich nicht mehr passieren. Das sind so Kleinigkeiten, was für mich den Workflow und das Arbeiten an sich einfach besser machen und leichter machen. Und ja, das hat für mich den Umstieg einfach wirklich gerechtfertigt, weil ich wollte nicht eigentlich auf ein veraltetes System oder ein System, wo irgendwie,
ja, die Augen zugemacht werden und man sich einfach nicht weiterentwickelt. Keine Gesichtserkennung. Auch beim Filmen, so wie jetzt, die Kamera stellt einfach immer scharf. Das ist, hat alles vorher nicht funktioniert. Es hat die Alpha 9 hat einen sehr schönen Autofokus. Also auch wenn man jetzt sich bewegt oder verändert, sie stellt eigentlich sehr schön, nicht langsam, aber sehr gleichmäßig auf das neue Objekt scharf oder wenn sich eben was verändert. Das heißt, man kann damit auch wunderbar filmen, 4K ist kein Problem. Am Walrad kann man gleich mal einstellen, man möchte eben Slow Motion oder Zeitrafferaufnahmen machen, das Ganze direkt in der Kamera, nicht mehr nachher dann schneiden, sonst was. Und in Full HD geht das Ganze sogar in vierfacher Slow Motion, also mit einer Wahnsinnsqualität. Für mich als eigentlich Fotograf und nur so ein bisschen filmen, mehr wie ausreichend. Also so viel brauche ich gar nicht, so viel Einstellung, was die Kamera hat. Und ja, kann man super arbeiten. Auch jetzt, ich kann die Schärfe und den Bildausschnitt alles am Handy kontrollieren. Ich sehe das Ganze. Ich kann da auch die Kamera steuern und starten und stoppen. Man kann es als Selbstauslöser verwenden und das Ganze direkt eingebaut in der Kamera. Geniale Sache, habe ich vorher noch nie gehabt und freut mich, dass ich es jetzt habe. Jetzt muss ich kurz nachschauen und nachlesen, ob ich euch noch was sagen wollte. Genau, warum es jetzt eben die Alpha 9 geworden ist und nicht die Alpha 7 R3, ist eigentlich wirklich nur der Grund. Der Autofokus bei der 7 R3 ist auch sehr gut. Hätte mit Sicherheit ausgereicht, ich brauche keine 20 Bilder pro Sekunde, aber die hohe Auflösung. Es ist so schade, dass man eben, wenn man im RAW fotografiert, nicht auf eine kleinere Auflösung stellen kann. Deswegen ist die Alpha 9 geworden. Ja, vor kurzem ist jetzt noch die Alpha 7 III rausgekommen. Eine sehr interessante Kamera. Ich glaube, wenn ich es vorher gewusst hätte und ein bisschen besser recherchiert hätte, hätte ich mir vielleicht sogar zwei von den normalen 7R3 gekauft und nicht die Alpha 9. Im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich es habe, weil sie hat halt schon ein paar Sachen, was einfach besser sind. Und allein wenn man jetzt nur mehr mit einem elektronischen Sucher arbeitet, ist natürlich gut, wenn der mehr Auflösung hat und heller leuchten kann, weil es einfach angenehmer ist und man die Schärfe und alles besser beurteilen kann. So gesehen bin ich froh, dass ich sie habe, aber als Zweitkamera kaufe ich mir sicher keine Alpha 9 dazu. Da wird es dann eher eine 7R3 oder höchstwahrscheinlich sogar die 7R, die 7-3, die Alpha 7-3 werden, weil sie hat den gleichen Autofokus, ist eigentlich so genau gleich zum Bedienen wie meine Alpha 9 jetzt und ja, da bin ich mit Sicherheit auch sehr zufrieden. Was kann man noch sagen? Genau, die Haptik von der Kamera. Viele sagen ja, klar, DSLR und so greift sich besser an, was auch immer. Für mich ist es eigentlich genau andersrum. Ich bin total froh, dass die Kamera kleiner ist. Ich finde das Material sehr cool. Zum Angreifen, es greift sich wirklich hochwertig an mit diesem Metall-Magnesium-Gehäuse. Ich finde es jetzt auch nicht, also von der Größe her, Spurgröße könnte dort sein, mehr bräuchte ich dann nicht. Also ich bin ja froh, dass es kleiner und leichter ist. War ja auch mit dem Grund, dass ich umgestiegen bin. Wenn ich jetzt meine 5D Mark III angreife, also eine habe ich jetzt noch, dann denke ich mir, boah, so riesig, so schwer, warum muss man so viel tragen, wenn es eigentlich so auch gehen kann? Und ja, auch das Objektiv, also das normale 85er, hochwertig, Metall, alles toll. Aber natürlich ein G-Master Objektiv von Sony. Wenn man das angreift, also ich finde das noch viel hochwertiger als wie von Canon. Und also es biegt zwar recht viel, es ist auch groß. Ich zeige euch das dann gleich auf der Kamera und auch im Vergleich. Und wenn ihr euch das anschaut, da ist schon ein riesen Unterschied zu einem G-Master Objektiv und eben zu einem normalen Objektiv. Aber die Haptik ist einfach wirklich genial. Also da, man hat nicht nur ein tolles Gerät, eine tolle Kamera in der Hand mit einem super Objektiv, also es greift sich auch wirklich so an, also ich finde, es ist teuer, aber man bekommt auch Wahnsinnsqualität dafür, die Objektive sind für hohe Kameraauflösungen ausgelegt, das heißt, auch wenn es in Zukunft eine 7R mal werden sollte, dann kann ich die Objektive ohne weiteres verwenden, weil sie eben für die hohe Auflösung schon gemacht sind und konzipiert sind. Ja, ich glaube, auf zwei Speicherkarten fotografieren, habe ich schon gesagt, ist mir wichtig, kann die Sony. Wie man das einstellt, habe ich in der Beschreibung nachlesen müssen. Das ist jetzt nicht so auf den ersten Blick wie bei der Canon, dass man sieht, okay, man schreibt in JPEG und in RAW oder kombiniert das.
Da habe ich kurz nachlesen müssen und dann ist es ein bisschen umständlich. Man wählt die erste Speicherkarte aus, auf die ist dann, wird dann JPEG gespeichert und auf die zweite nachher dann RAW. Das ist ein bisschen, da muss man echt mal kurz schauen, wie man das wirklich einstellt und probieren. Aber ich habe die letzten Jahre immer genauso fotografiert und jetzt habe ich es einmal eingestellt, da war es umständlich. Aber ja, in Zukunft, ich werde es wahrscheinlich auch nicht verändern, weil ich immer so arbeite. Was ich noch gemacht habe, ist mal eine schnellere Speicherkarte zum Kaufen. Ich habe eine Lexa Speicherkarte gehabt, ich glaube mit 100 oder 150 MB und habe mir jetzt trotzdem von Sony die mit den 300 MB Schreib- und Lesegeschwindigkeit gekauft und man merkt wirklich einen Unterschied eben zum Speichern, eben wenn man jetzt 20 Bilder pro Sekunde gemacht hat. Das braucht natürlich ein bisschen, bis das Ganze rübergeschrieben ist. Funktioniert aber mit einer schnellen Speicherkarte eigentlich so, dass man sagt, im Vergleich wie bei der 5D Mark III, wenn man jetzt so lange in RAW fotografiert, bis der Speicher voll ist, man wartet dann bei der Sony nicht länger, obwohl man 5-mal so viele Fotos gemacht hat oder 10-mal so viele Fotos gemacht hat. Das klappt eigentlich recht fix. Und ja, ich kann euch leider zu richtigen Hochzeiten, wo ich war oder den ganzen Tag fotografiert habe und wie es dann gerannt ist und wo ich dann vielleicht doch sage, das eine oder andere war besser oder schlechter und nicht so, wie ich mir es vielleicht vorgestellt habe, kann ich euch noch nicht viel sagen. Kommt aber noch, kommt bald. In 2-3 Wochen geht es los mit den ersten Hochzeiten und dann kann ich euch auch zeigen, ja, welche Fotos entstanden sind und eben im Vergleich zur Canon, ja, wie sich die Alpha 9 eben geschlagen hat. Und ich werde auch noch ein paar Videos machen, wo ihr seht, wie ich mit der Kamera arbeite und ja, was man alles so eben einstellen kann. Und dann könnt ihr einfach selber für euch entscheiden, ob das Ganze was für euch ist, ob ihr wirklich umsteigen wollt, ob euch das Ganze wert ist. Ich bin jetzt schon ja, so begeistert und so zufrieden, dass ich einfach nur mich auf die Hochzeiten freue, was jetzt kommen und auf die heurige Saison. Ja, bin am Überlegen, ob ich mir jetzt eben statt meiner Reservekamera, die 5D Mark III, eben jetzt noch eine Sony Alpha 7 III kaufe. Und ja, dann brauche ich die Objektive eben auch nicht mehr wechseln. Aber wie gesagt, das muss ich mir noch überlegen. Jetzt bin ich froh, dass ich noch mein Backup habe, falls wirklich irgendwas sein sollte. Aber zurzeit und auch mit den Test-Shootings, was ich bis jetzt mache, habe können, grenzgeniale Sache. Also kann ich nur empfehlen. Okay, ich hoffe, das war für den einen oder anderen von euch ein bisschen hilfreich. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich kann auch gerne noch ein Video machen, wenn es wirklich Fragen geben soll, wenn euch noch irgendwas interessiert, falls ich jetzt was nicht erzählt habe. Ist kein Problem. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss!